Ich hatte im Frontbereich einen kaputten Zahn und von dem her war ja immer das Lächeln. Ja, und ich. Und jetzt natürlich ganz anderes Lebensgefühl. Ich bin Angstpatient und bin daher nicht zu meinem Zahnarzt zu Hause. Und irgendwann war es aber dann so schlimm, dass ich gedacht habe, jetzt muss ich was machen lassen. Und habe dann mal gegoogelt, was für Möglichkeiten es gibt für extreme Angstpatienten. Und dann kam eigentlich gleich an zweiter Stelle Dentabrime mit einem sehr guten Auftritt. Habe ich mich belesen, habe dort mich gemeldet, habe auch gleich Antwort bekommen und dann ging das los. Also ich hatte ja gleich das Gespräch, wie, was, wo. Habe mich da eigentlich gleich sicher gefühlt, weil jede meiner Fragen wurde beantwortet. Klar beantwortet, ich habe gleich gewusst oder kapiert, um was es ging. War dann auch in der Behandlung und war begeistert mit dem Dämmerschlaf, das was für mich war. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt Schmerzen, was abartig ist, was ich bis heute noch nicht richtig verstehe, weil wenn ich bei uns beim Zahnarzt war und hatte eine Wurzelbehandlung oder mir hat man einen Zahn gezogen, hatte ich zwei Tage so eine Backe und musste Schmerzmittel nehmen. Ich habe noch alle Schmerzmittel, die ich bekommen habe, wahrscheinlich aus Vorsichtig, oder weil jeder Körper nimmt es ja anders auf. Ich habe sogar noch die Tabletten von meinem ersten Besuch. Bin begeistert. Also hätte ich so nicht gedacht und auch die Kontakte, wo ich hier hatte, jeder hatte das gleiche Ergebnis. Und habe aber den Rückhalt von den Patienten, mit denen ich jetzt Kontakt hatte, und die waren alle, ja, alle auf dem gleichen. Es kam keiner und sagt, oh ja, hier. Also abartig. Ich weiß es immer noch nicht, wie das funktioniert.